40 Minuten Überfahrt nach La Gomera. Das ist auch etwas. Und die zwei Häfen, die von Gran Canaria und die von Tenerife, die waren in 1852 Zollfreigebiet gesprochen, Zollfreilager. Was bedeutet das? Die bezahlt kein Steuergelder, all das Import. Steuergeldfrei. Wegen soweit. Warum ist es so grün hier, so schön hier? Nicht wegen, das ist ein Regenwald, das ist kein Regenwald. Das steht auf im Internet, das ist nicht wahr. Das ist ein Nieselwald. Ein was? Nieselwald. Hier bleiben die Wolken hängen, die werden hier geschieben mit Alicia's Wind vom Norden von Europa. Und die bleiben die ganze Nacht hier hängen. Die ganze Jahr durch. Mindestens die ganze Nacht, auf Prä-Spanisch. Das war nichts verändert nach der spanischen Eroberung. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Und vielleicht sprechen wir das auch nicht korrekt aus, wie weiß. Die Berbers hatten die Namen ausgesprochen. Das sind alle Namen. Dann gibt es auch noch eine Art, die heißt Laudius Nobilis. Das ist Gewürzlaube. Und dann haben wir noch Palo Blanco. Das ist ein ganz schöner Baum, wegen die hat größere Blätter. Aya, Aya Romana, Fuyao, Mokan, Marron. Wir haben ganz viele verschiedene Arten von Lorbeeren. Allen von Europa. Die gleiche Art, die war gewachsen an der Küste von der Mittelmeer. Da gibt es kein Lorbeerwald mehr. Da bleiben die Wolken nicht mehr hängen. Und tschüss.
Kannst du dir die Hände mitwaschen? Oh ja. Überall die Moosberge, ne?